Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smallland. So, wie ihr seht, der Bauplatz hat sich schon verändert. Ich habe ein neues Lagergebäude schnell hingezimmert, das alte alles weggemacht und schon mal so ein bisschen den Rohbau von unserer neuen Hütte angefangen. Also falls ihr in der Größenordnung bauen wollt wie hier. Na, das sind jetzt 2, 4, 6 auf 6. Wenn ihr in der Größenordnung mit einer zweiten Etage bauen wollt, kann ich euch sagen, 100 Rinde reichen nicht. Ich war jetzt nochmal Rinde holen. Ich muss nur mal schnell gucken, wo wir die Rinde hinhaben. Hier. Also ich habe hier einiges an Rinde noch geholt. Ich zeige euch auch gleich... Ach nee, schon wieder dieser Bug mit dem einen Feld immer da unten. Ich zeige euch auch gleich, wo ich die geholt habe. Ich habe nämlich den Strand noch ein bisschen mehr abgesucht. Und siehe da, ich habe auch noch mehr gefunden. Anrinde. So, ich würde hier aber gerne mal noch ein bisschen so Holz einstecken. So, das müsste gut aussehen. Also, das ist jetzt quasi unser neues Lagergebäude. Das habe ich jetzt absichtlich auch rein aus Blättern gebaut. Ich fand das irgendwie ganz schön. Und zur Not hätten wir hier auch, also man kann hier natürlich einmal rein umgehen. Und wir hätten aber auch oben noch die Möglichkeit, ich habe ja mal provisorisch eine Bank gestellt, hier oben auch noch die Möglichkeit, weitere Kisten zu stellen, falls wir die brauchen. So, das hier soll unser kleiner Eingangsbereich werden. Das würde ich hier tatsächlich auch aus dem Blätterzeug mal machen. Die Geländer und Co. habe ich jetzt nur mal pro forma gesetzt. Und ich würde sagen, wir machen ja, hatte ich ja auch in der letzten Folge versprochen, heute eine kleine Baufolge. Das heißt, wir gucken mal, ob wir das Häusle hier fertig kriegen. Und wie ihr seht, die Holzteile, die sind saugeil. Also ich finde sie saugeil. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob es danach auch noch Stein geben wird. Aber ich muss sagen, Holz ist schon mal auf jeden Fall... Was ist da jetzt passiert? Hat er das irgendwo da unten reingesetzt? Nee. Holz ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und wie gesagt, es gibt hier, guck mal, es gibt hier so coole Teile mit unterschiedlichen Fenstern auch. Ich finde die so gut. So, wir machen die Runden in die Ecken. Und hier muss ich mir noch überlegen, ob wir hier nicht auch eine kleine Außenterrasse machen wollen. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber unabhängig davon können wir ja schon mal weiter den Boden setzen. Es soll auch hier eine zweite Etage geben. Und wie gesagt, du brauchst halt hier immer pro Bauteil mindestens mal ein Rinde. Für die Foundations sogar zwei. Das heißt, ihr könnt euch ja schon mal ausrechnen, was so eine Vollholz-Foundation kostet. Ist nicht ganz günstig. Ich zeige euch aber auch kurz. Also ich habe hier jetzt eine Jagdhütte und hier. Und hier gibt es ein bisschen Rinde. Ich würde sagen so, lass mich lügen, 4, 5 Stück. Und hier gibt es bestimmt nochmal 10, 12. Das heißt also, wenn man hier wunderbar, und hier kann man rumlaufen, wenn man hier einmal wunderbar hin und her läuft und dann ein bisschen Zeit vergehen lässt und das ganze Spiel nochmal macht, dann kriegt ihr doch einiges an Rinde zusammen. Die braucht man hier auch. Ich glaube, die da würde ich teilweise aber eher aus Blätter machen. Gibt es das als Blätterdach? Ja, ne? Ich glaube, das fände ich irgendwie hübscher. Oh Mann, Marini ist am Motzen. Der war nämlich mit am Strand und hat richtig Abenteuer erlebt. So. Das sieht gut aus, denn der Masterplan ist, wenn wir hier fertig sind, dass wir natürlich uns die Rüstung machen. Ich habe übrigens, vielen, vielen Dank, ich liebe Kommentare. Ich wollte mal kurz den Bauhammer aus der Hand nehmen. Ich habe übrigens mal in den Codex geschaut. Auf die Idee hätte ich auch vorkommen können. Man kann hier nämlich auch nachgucken, was man schon so hat. Und wir haben hier bei Skadi... Bei Skadi gibt es ja zwei verschiedene Rüstungen. Einmal die Urrüstung... Ne? Urbandagen, Urtunika, Leggings und Chitin. Da kann man auch sehen, die eine ist hier wieder für Kälte, also für den Winter gut. Hat Schutz 3. Die hat auch Schutz 3, hat aber nur Kälteschutz 3.
die hier ist natürlich geil, weil die hat schon Schutz 5. Chitin und Stoff. Wir müssten nur mal gucken, weil Insektenflügel und Reptilienleder, Hammer. Wir müssten nur gucken, dass wir an Stoff kommen. Das wäre natürlich richtig genial. Oh, ich will nochmal kurz was gucken. Was stand denn da bei der Windmill? Ach, guck mal, da kriegt man Mehl. Auf die Hackenkanone freue ich mich auch. Die werden wir uns natürlich auch basteln. Aber wir wollen jetzt erstmal hier fertig werden mit dem Häuschen. Das wäre mir eigentlich im Moment noch das Wichtigste. So, wir müssen mal gucken. Also ich hätte hier gern, das hier soll so ein Außenbereich bleiben. Ist jetzt natürlich nur die Frage, knapsen wir uns hier tatsächlich rundum noch eins ab? Oder gestalten wir das hier bauchig? Mal kurz gucken. Können wir denn das... Na, guck mal, das könnten wir auch so machen, ne? Ich finde, wir so ein bisschen rund bauen eigentlich geil. Deswegen, oh, I love it. Vielen Dank, liebe Spielemacher. Runde Bauteile, super geil. Und die erinnern mich extrem an Hobbit. Na, wenn man mal guckt, hier die Bauteile mit dem Kreuz als Fenster. Richtig geil. So. Es gibt hier natürlich auch verstärkte Ständer mittlerweile, was ich auch sehr geil finde. Davon würde ich natürlich auch welche setzen. So, alle zwei hier vielleicht nochmal. Ist optisch auch cool. So, wir machen mal mit dem Boden weiter. Ich mache den Boden immer so ein bisschen versetzt, dass es so ein Wabenmuster gibt. Wir müssen... Hoppala. Wir müssen eigentlich mal überlegen, bevor wir jetzt hier alles zumauern, wo wir die Treppe hinmachen wollen. Also mach mal da eins hin und dann können wir uns ja mal überlegen. Ich würde sagen, die Treppe machen wir so seitlich, oder? Fände ich so seitlich mal ganz nice. Kommst du hier hoch? Ja, das ist top. Ah, ich liebe bauen. Ja, wie die Hilde schon sagt, ich habe da echt einen Hang dazu. Und ich baue auch gern und viel. Ich baue auch meistens viel zu groß. Das ist so ein Fluch. Aber ich hatte es ja schon in der einen Forest-Folge auch erwähnt. Ich liebe halt Platz, ne? Ich finde, Platz ist echt... Ist schon eine tolle Sache, wenn man ihn hat. So. Ach, guck mal, das sieht doch geil aus. So ein bisschen wie getäfelt, ne? Boah. Und hier oben würde ich tatsächlich auch ein paar mehr Fenster einsetzen. Wenn wir nachher schweben oder fliegen können, dann könnte man sich ja ganz oben dann überlegen, dass man hier so eine Absprungplattform macht. Da hätte ich auch Bock drauf. Und in diesem Gebäude wird außer das Lager alles seinen Platz finden. Also tatsächlich möchte ich hier die Werkstatt reinmachen und die Küche. Was ich wohin mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht oben die Küche? Müssen mal gucken. Hier machen wir noch Fenster rein. Kann man da nämlich mal rausgucken? So, dann sind wir nämlich hier gleich mit dem Erdgeschoss auch soweit schon fertig. Träumchen, wir können ja gleich mal gucken, wie viel Rinde übrig geblieben ist. Für das bisschen, was wir hier jetzt gemacht haben. Ja, ich würde sagen, 40% von dem, was ich gesammelt habe, ist schon wieder weg. Und ich habe echt nochmal viel geholt, ne? Also das ist wirklich ein kleiner Sammelaufwand. Müsst ihr natürlich entscheiden, ob ihr darauf Bock habt. Jetzt schauen wir mal. Wie ihr seht, es gibt auch viel mehr Bauteile. Das ist echt schön. Hier würde ich auch die Fenster einsetzen. Und dann machen wir es wie unten. Ich denke, hier findet auch alles seinen Platz. Wir müssen jetzt nur überlegen, wie wir das mit dem Dach machen. Das wird jetzt die Überlegung. Oder ob wir hier nur einen Eingang machen vielleicht. Oh, hoppala.
die ist zu überkandidelt. Weil das Dumme nachher wird hier diese Ecken. Das wird nachher das Dumme sein. Gerade mal gucken, was gibt's denn hier so für Bauteile? Na, das kannst du nicht da drauf machen. Das geht. Aber da fehlt nachher so ein Eck und das ist so gekrümmt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das geht sowieso nicht. Ja, und dann wird's nämlich schon doof. Das ginge theoretisch. Ich muss mal kurz was testen. Dann müsste man hier aber auch die nehmen, damit wir hier wieder... Passt das dann? Ja, das würde gehen. Ich glaube, mal gucken, wie es ausschaut. Ach, ist das geil, oder? Guck mal. So richtig mit Dachschindeln. Hier würde ich aber lieber das ohne Schornstein nehmen. Wir probieren uns mal ein bisschen aus. Dann haben wir so eine offene Küche, weil wenn, dann würde ich, glaube ich, die Werkstatt wegen dem Lager eher nach unten machen. Und dann haben wir hier die Küche. Ich kann mal gucken, wie ich das da gemacht habe. Mit dem hier, ne? Nein. Das ist nur die Frage, wie wir das dann hier machen, ne? Wie wir das hier zukriegen. Gerade mal gucken. Das wird natürlich ein bisschen doof. Wäre nachher zu überlegen, weil das hier wird natürlich nachher ganz doof, ne? Man könnte das natürlich hier so überdachen. Und das ist das, warum ich so gerne baue. Weil man einfach mal ein bisschen Zeug ausprobieren kann. ist ja witzig mit den Flaschen da oben, aber ich finde das eigentlich ganz cool, glaube ich. Wie gesagt, vielleicht ohne die Flaschen da oben. Da nehme ich aber auch immer das Falsche. Man könnte hier aber auch das natürlich so machen. Hätte auch Charme, ja. Sieht auch geil aus. So, wir machen jetzt erstmal hier das Dach soweit weiter. Da bin ich eh noch am Überlegen, ob man hier noch ein Stockwerk draufsetzen will. Was fehlt denn jetzt? Holz. Oh, ich dachte schon, Rinde ist leer. Dann wäre ich aber ein bisschen ausgeflippt. Na, was ist los hier? Entspann dich doch. Guck mal, kannst hier bleiben. Kannst chillen. Hm? Marini, alles gut. Da quackt er sich einen ab. Ich glaube, der hat ein gutes Leben hier. Ich glaube, er freut sich auch. Er erlebt immer mal wieder was. Weiß aber, dass auch jemand ihm schützend die Hand aufhält. Das ist doch wunderbar. Ich muss mal überlegen, ob wir nicht auch hier für Marini dann draußen so ein kleines Gehege machen, wo er dann rein kann. Aber bevor ich dafür dann Rinde ausgebe oder was anderes. So, jetzt lass mich mal gucken. Nee, wir waren hier.
Und dann müssen wir uns jetzt nur noch was überlegen. Wie wir das in der Mitte zukriegen. Könnte man natürlich auch mischen, ne? Also die Bauteile mal ein bisschen durchmischen. Ich glaube, wenn, dann auch eher so rum. Muss ich mal kurz gucken. Es gibt jetzt hier nämlich auch so Dreiecksteile. Ah ja, guck mal. Wie geil. Oh, ist das schön, oder? Muss man echt sagen. Jetzt schauen wir mal. Gibt's das nicht auch in Blätter? Doch, das gibt's auch in Blätter. Ist natürlich die Frage, ein Schornstein sollten wir machen. Können wir eigentlich auch dahin machen. Na, er snappt doch ein bisschen, danke. So. Das gerade, ja. So haben wir ein bisschen so einen Mix drin, ne? So ein Mix aus Holz und Blatt finde ich eigentlich ganz schön. Boah, ist das ein Träumchen, oder? Es wäre natürlich jetzt zu überlegen, ob man da oben auch so Rundbögen reinmachen will. Lass mich nochmal kurz gucken. Wenn dann die aus Holz, hätte ich gesagt. Und dann kann man hier ja auch wieder zumachen. Das hier eigentlich? Hier gibt es so runde, aber leider nicht richtig rum. Warte mal, kann man die? Fortgeschrittenes Drehen. Ah. So rum wären die doch richtig. Könnte man das theoretisch nämlich hier auch zumachen. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Aber geil aussehen tut's ja, ne? So, warte mal. Können wir bestimmt... Hier würde ich es tatsächlich offen lassen, die Türen. Dann kann man nämlich auch schnell in die Küche springen, wenn man das will. Jetzt nur die Frage, könnte ich die Wand rausnehmen? Ach nice, guck mal. So ein bisschen bauchig ist vorne, ist auch geil. So, jetzt machen wir natürlich noch Geländer. Geländer ist Pflicht.
Ist natürlich nur die Frage, können wir, wenn hier Geländer ist, da noch hochspringen? Das Geländer würde ich, glaube ich, auch fast einmal rumziehen. So, jetzt machen wir mal den Test. Ach ja, wir kommen trotzdem hoch. Perfekt. Dann haben wir hier unten massig Platz für die Werkstatt. Oben solche Pfeiler wären aber auch geil, ne? Nur so rein aus optischen Gründen. Aber man merkt schon, Holz hat eine wesentlich bessere Stabilität. Ach, guck mal, den kann man, die kann man auch da. Oh, das ist aber auch geil. Oh, nice. Oh, ne, die hätte ich ja wahrscheinlich überall gern drin, ne? Warte mal, wie sieht denn das von außen aus? Oh, ist das hübsch. Jetzt brauchen wir nur ein paar richtig geile Fackeln. Dafür müssen wir echt mal ein paar Glühwürmchen uns organisieren. Und Platz haben wir auch. Platz für die Werkstatt wird hier wohl sein, denke ich. Ich meine, es gibt noch einige Werkbänke, das habe ich schon gesehen. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen im Codex. Also ich weiß nicht, ob es nur Werkbänke sind, aber wie ihr seht, Ofen gibt es noch. Also Steinofen, Ofen, Schmiede und dann kommen hier noch Sachen, die sind noch mit Fragezeichen belegt. Was ich cool fände natürlich. So, warte mal. So geht die immer nach da auf. Kann ich die nicht auch? Geht immer nach da auf, oder? Ja gut, das fummel ich da mal raus. Outtake, das ist jetzt, glaube ich, kein Problem. So, jetzt schauen wir mal. Wollen wir noch was basteln? Gibt es noch was in der Liste? Nice finde ich auch das Bauteil mittlerweile. Ist auch cool. So, hier. Treppengeländer hätte ich natürlich auch gern. Dann wäre es eigentlich cool, wenn wir hier noch eins weitergehen. Weil es gibt auch unheimlich tolle Deko-Sachen, wie ihr seht. Oh, wie schön, oder? Dann holen wir uns jetzt mal unser Zeug. Wie viel Rinde ist übrig geblieben? Naja, paar 60. Licht. Licht ist auch so ein Thema. So, jetzt lasst uns mal gucken. Ich nehme nochmal Fasern mit. Ich schmeiße jetzt mal den Rest. Ah ne, wir behalten auch mal die Rinde. Ich überlege nämlich gerade, ich hatte doch hier irgendwo eine Kiste. Hier. Alles nehmen. Das waren nämlich die ganzen Materialien für die Werkbänke. Jetzt gucken wir mal, ob es stimmt. Apropos Werkbänke. Die eine oben könnte ich auch noch holen. So, dann kann ich mir hier alles umziehen. Jetzt müssen wir nämlich nur mal gucken. So, die... Achso. Falsch, hier. Die würde ich natürlich nicht unbedingt vors Fenster stellen, weil die nimmt natürlich Licht. Die würde ich mal hier hin machen.
Dann haben wir auf jeden Fall den Steinschleifer. Den könnte man natürlich auch ein bisschen schräg platzieren. Ach, ist das cool, oder? So, warte mal, dann haben wir hier die Gerberei. Oh, die ist auch hübsch. So, mal gucken. Ah ja, deswegen sind wir da zu dicht dran. Nur die Frage, will ich die seitlich stellen? Sieht schon cool aus eigentlich. Dann haben wir hier natürlich noch unsere Weberei. Können natürlich uns überlegen, ob wir dazwischen auch mal Kisten setzen wollen. Oder ob man sagt, man macht mal ein bisschen Deko zwischen rein, wie sowas. Ist das eigentlich rein Deko? Wir werden mal eins bauen. Oder kann man das auch benutzen? Nee, das ist rein... Ach, sieht das geil. Guck mal, da sind ganz viele Fäden hier für die Werkbank. Licht. Uns fehlt auf jeden Fall Licht. Im Moment kann ich, glaube ich, nur die basteln hier. Aber nur, dass wir nächstes Mal ein bisschen Licht haben. Wir werden nachher natürlich diese geilen Lampen machen. Auf die freue ich mich auch, diese Blütenlampen. Ich zeig's euch mal die da. Glockenblumen-Standleuchte. Da fehlt uns aber überall Stoff und Glühwürmchensaft. Den müssen wir uns noch organisieren. Vorbereitungstisch. Der sieht aber auch geil aus, oder? Ich meine, auch wenn das nicht unbedingt zusammengehört, kann man das ja trotzdem zusammenstellen. Ist das cool, oder? Nee, gefällt mir richtig gut. Vor allem diese Kombination aus Dekokram und tatsächlich Werkbänke finde ich total geil. Mit dem Steinbearbeitungstisch bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den da so stehen lassen will. Aber gut, das... Na, schauen wir mal. Ich werde mal noch ein bisschen rumbasteln. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich hoffe... Ja, es gefällt euch, was wir hier gebaut haben und ihr könnt euch ein bisschen damit identifizieren. Und dann darf ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen. Bis dahin, ja, bleibt mir alle gesund, genießt die Zeit, bis gleich.